So, Freunde, wir wären denn bei Xayah Gameplay, Klappe die dritte. Ich hatte irgendwie jedes Mal ein Problem mehr. Das eine Game lief so gut, es lief so gut. Wir haben komplett die Botlane dominiert. Ich hatte 3-0, es war alles so richtig schnieke. Und dann stürzen einfach die Server. Und ich denke so, come on, bruh, come on. Aber gut, Jungs, scheiß drauf. Wir wollen das Gameplay jetzt nicht so negativ anfangen. Alle guten Dinge sind drei, ja, wir sehen es positiv. Und schauen uns mal an, wie ich mich hier irgendwie so schlage mit Xayah, den neuen AD Carry. Okay. Mein Support möchte engagen und jetzt geht er weg. Na, ganz toll. Das ist mir einer. Okay, ich glaube, jetzt können wir sie ganz gut traden. Ich glaube, jetzt bin ich gleich tot. Ja, jetzt bin ich gleich tot. Man erkennt überhaupt nicht mehr, welche Federn welche sind. Ich meine, ihre Federn sehen genau aus wie meine Federn. Es ist total kompliziert. Okay, das könnte jetzt sehr interessant werden. Das könnte... Interessant werden! Ich krieg ihn noch. Das kann ja nicht wahr sein. Na komm schon, jetzt renn doch nicht weg, Mensch. Oh lol, scheiße. Na gut, mit einem Kill geben wir uns doch erstmal zufrieden. Sie hat ein bisschen mehr Farm als wir. Ah, da haben wir ja auch einen Kill, ja? Das ist ja ausgleichende Gerechtigkeit fast. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie diese beiden Champions abnerven. Die machen die ganze Zeit so ein Couple-Trash. Da sagt sie, Rakan, mache ich dich eigentlich glücklich? Und er dann so, jeden Tag, Baby. Oh, geht einen ja richtig auf den Sack. Die ganze Zeit taunten die hin und her, obwohl man nichts macht, ja? Also die ganze Zeit quatschen die miteinander, wenn man die beide im Game hat. Junge, 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 ey. Was wird das denn jetzt hier schon wieder? Gangreno auf der Botlane oder was? Nur weil deren Botlane jetzt hier verkackt? Oh, Alter, was passiert denn hier, Leute? Was ist denn hier los? Ey, ich habe nicht einen Kill bekommen. Juhu. Na, wenigstens bekommen wir ganz sneaky den Dragon. Den Tower, wollte ich gerade sagen. Sehr schön. Oh, sehr schön. Das hat ihn gut getroffen. Okay, ich glaube, der Trade könnte für uns ausgehen. Ich glaube, der Trade könnte sehr gut sogar für uns ausgehen, wenn ich jetzt hier... irgendwas hinkriege. Ja, ich krieg gar nichts hin. Dieser PBE-Server. Ihr glaubt nicht, wie schlimm es hier gerade laggt, Alter. Ist das bitter. Der Trade wäre locker für uns ausgegangen. Und ich krieg hier die schlimmsten Lags meines Lebens. Ah, es ist wirklich traurig gerade. Oh, Leute, ey. Wir sind zwar zu dritt, aber wir kriegen halt einfach nur auf die Fresse. Wir kriegen einfach richtig hart auf die Fresse. Weißt du, gerade eben haben die Gegner hier ein Ward hingestellt und unser Udyr läuft da so richtig... Läuft da so richtig dumm lang. Also wirklich so richtig dumm. Ach, Mann, ey. Oh, jetzt kommt der dicke Engage. Eieiei. Ich krieg sie doch noch. Und jetzt bin ich tot. Na, ja, geil. Geil. Absolut nicht worth it. Oh, ist klar, unser Trainer mehr sagt sich, Jungs, ich mach die Sache mal durch. Die kriegen ihn nicht down. Die kriegen ihn einfach nicht down. Der hat einfach gerade den Inhibitor, also bis zum Inhibitor gekommen. Hat hier zwei Leute geholt. Das ist halt gar kein Problem für ihn. Drei Leute kloppen auf ihn rauf und er 4000 Gold. Alter, war da. Schön. Hat er schön geflasht. Ja? Da weiß jemand, wie man Lux ein wenig ausspielen kann. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Wenn sie ihre Ulti hatten, die wird sie wahrscheinlich schon wieder haben. Ah, gut, okay. Das ging zu schnell. Ah, Lux dürfte euch niemals unterschätzen. Glaubt mir, Freunde, ich weiß, von was ich rede. Lux dürfte niemals unterschätzen. Ey, wenn die dann einmal ihre Ulti wieder frei hat, dann ballert die euch einfach im One-Shot weg. Ich komme, ich bin fast da. Ich brauche nur noch 20.000 Minuten. Guck mal, wie schnell ich da bin. Ja, es geht doch auf die Minute genau, Freunde. So, jetzt haben wir schon 3-1. 117 Farm, ja gut. Farm könnte man jetzt improven, aber ich musste ja die ganze Zeit hin und her roamen. Na gut, oh nein. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, Alter, Vater. Das hätte aber knapp werden können. Gut, unser Trainer. Unser Trainer mehr hält hier einfach 4 bis 3 Leute alleine auf, ohne Probleme. Ey, dieser Champion ist doch ridiculous. Na, ich finde, Xayah hat so ein bisschen was von der Mechanik wie Kalista. Man muss halt ständig probieren, so viele Federn wie möglich hinter dem Gegner zu machen. Also nicht in den Gegner rein, sondern hinter den Gegner. Und dann mit der E, ja, mit der E praktisch, wenn ihr jetzt hier so Federn hinschießt, dann bleiben die hier stehen und mit der E holt ihr die dann zurück. Ja, und alle getroffenen Gegner auf dieser Laufbahn kriegen natürlich den Schaden zu oder kriegen Schaden zugefügt. Und das macht halt wirklich richtig viel Schaden. Diese zurückkommenden Federn, die machen einen Damage, ey, das glaubt ihr gar nicht. Das ist wirklich insane. Ich habe ihn, glaube ich, nicht mehr gekillt. Ah, okay, doch, ich glaube, den Trade haben wir. Okay, den Trade, den müssten wir jetzt aber sicher haben. Sehr nice, Freunde. Das, glaube ich, haben wir ganz gut geregelt. Jetzt sollten wir uns verziehen. Jetzt sollten wir uns wirklich verziehen. Oh nein, sie will mich. Oh Gott, sie hat geflogen. Oh mein Gott, die Pflanze hat mir so das Leben gerettet. Fuck, das war knapp.
Sehr schön gemacht, ey. Und unser Trainer mehr. Er ist einfach Level 15 und pusht hier immer weiter. 211 Farm nach 20 Minuten. Das ist schon. Das ist schon nicht schlecht, kann man sagen. Das ist ja schon fast Faker-Niveau. Hallo, Heimerdinger. Ich bin's. Der Papa. Oh, jetzt komm, jetzt rennt doch nicht alle immer weg. Es ist doch so anstrengend, was sie hier alle immer macht. Ey, immer dieses Weggerenne. Meine Güte, ey. Was halt richtig OP ist, wenn ihr drei Federn hier so, guck mal, jetzt hier haben wir zwei Federn zu liegen. Wenn ihr drei Federn hier zu liegen habt und ihr ruft die Federn zurück und es sollten drei Federn einen Gegner treffen, dann werden sie einfach gestunt hier. Wenn sie Gegner mit drei Federn trifft, werden sie für eine Sekunde festgehalten. Also nicht gestunt, festgehalten. Ey, ich sag euch eins. Ich glaube, also Xayah hat wirklich ein schweres Kill. Also Xayah ist jetzt nicht so einfach zu spielen, ja. Ist jetzt nicht so eine Caitlyn oder so eine Ashe, die halt wirklich kaum eine großartige Mechanik hat. Gut, Ashe noch weniger als Caitlyn, aber das ist jetzt irrelevant. Sie ist zwar schwer zu spielen, aber ich glaube, Xayah ist ziemlich stark. Ja, ich glaube wirklich, sie hat ein gutes Kit und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man sie nicht nervt. Ja. Rakan ist genauso stark. Ja. Er hat mega geile Sachen, er hat mega geiles Spells, hat ein richtig gutes Kit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so auf den PBE, dass die so auf den offiziellen Servern released sind. Wenn doch, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die relativ schnell dann genervt werden, weil sie einfach nur OP sind. Leute, ihr könnt jetzt hier aber auch nicht die ganze Zeit hier alleine böllern. So funktioniert das nicht. Ihr müsst mir schon ein bisschen was übrig lassen, ja? Nur so ein bisschen. Na gut, ich habe zwei Assistenten bekommen. Gebe ich mich mit zufrieden. Ja, da kommt doch gleich die Lux-Ulti. Ich spüre das doch schon richtig. Da kommt doch gleich die Lux-Ulti. Da ist sie. Seht ihr? Das sind die Lux-Instinkte eines Lux-Mains. Versteht ihr? Das ist einfach so. Das führt man als Lux-Main. Ich kann euch das gar nicht erklären, wie das so ist, aber es ist einfach so. Gut, Freunde, ich hoffe, euch hat das kleine Gameplay gefallen zu dem neuen Champion Xayah. Lasst mir gerne ein Abo, dann sehe ich euch beim nächsten Mal und habt einfach eine wunderschöne Woche, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.